Der Ausstieg aus Verbrennungsmotoren wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der Automobilindustrie haben. Da die Verbraucher zunehmend auf E-Autos umsteigen, die weniger oder keine Emissionen ausstoßen, wird die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zurückgehen. Diese Verschiebung der Verbraucherpräferenzen treibt viele Autohersteller bereits dazu, stark in die Entwicklung und Produktion von Elektroautos und anderen alternativen Technologien zu investieren. Infolgedessen sehen wir eine deutliche Zunahme der Zahl verfügbarer E-Autos sowie neuen Marktteilnehmern wie z.B. Technologieunternehmen und Startups, die sich auf Entwicklung von Elektroautos und autonomen Fahrzeugen konzentrieren. Darüber hinaus dürfte der Übergang zu Elektroautos die bestehenden Geschäftsmodelle der Automobilindustrie stören. E-Autos benötigen andere Komponenten und Technologien und haben auch andere Anforderungen an Wartung. Dies schafft neue Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen, die sich auf Komponenten und Dienstleistungen für E-Autos spezialisiert haben, und könnte das Machtgleichgewicht in der Industrie hin zu Unternehmen verschieben, die über Fachwissen in diesen Technologien verfügen. Eine weitere grundlegende Änderung sind die neuen Vertriebsmodelle für E-Autos. Hier setzt sich der Direktvertrieb von Importeur an den Endkunde über Online- oder E-Commerce-Kanäle durch. Die Rolle des Händlers reduziert sich auf den Ort, an dem der Kunde seinen Neuwagen abholt. Grundsätzlich führt dies zu einer Neudefinition der Rolle der Händler und höchstwahrscheinlich zu einer Verringerung ihrer Zahl.